Geschichten aus der Krisengegend werden präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie. Kuno Karls arbeitet an einem neuen Bildband über Hagenow. Die Fotos dazu bewahrt er in seinem riesigen Archiv auf, in einem Haus, das er zu DDR-Zeiten mit eigenen Händen erbaut hat. Mehr als 25.000 Fotos und tausende Dias lagern hier. Von Luftaufnahmen aus den 20er Jahren bis zu Fotos, die anlässlich der 600-Jahr-Feier Hagenows in allen Betrieben gemacht wurden. Das erste Buch, das beinhaltet total den Klunk, die neue Heimat und die Schweriner Straße. Ist übrigens sehr gut angekommen in der Bevölkerung. Und nun geht's auf einen zweiten Bildband. Da beginnen wir die Wanderung oben bei den Kiesenderscheunen und kommen dann auch schließlich an der Molkerei vorbei, am Käsewerk, am Gaswerk, das da früher mal existierte, am Bahnhof, am Sportplatz, und alles ist schön in Fotos vorhanden. Jetzt stehen wir hier vor dem Käsewerk, vor dem ehemaligen. Jetzt sind hier nur noch Lagerräume drin. Aber als so die Hochzeit des Käsewerks war, wie bedeutsam war denn das da? Das war ganz bedeutsam. Das Käsewerk hat ja sogar die Interflug mit Schmelzkäse beliefert und hat 40% des Käseaufkommens in der DDR hergestellt. Habe ich mal gelesen. Ursprünglich in den 20er Jahren aufgebaut hatte das Werk ja mal dieser Herr Davidson. Louis Davidson war aus Berlin hierher gekommen mit dem Handwagen und hat sich dann so raufgearbeitet, dass er dann hier so ein Käsewerk errichten konnte. Ja, der konnte alles. Überall, wo Geld zu verdienen war, das hat er gemacht. Er hat auch mit Pferden gehandelt, er hat auch mit Grundstücken gehandelt, erzählten die alten Hagenower. Mit Fleisch gehandelt, um das nach Hamburg zu transportieren. Und das bestand von den 20er Jahren bis 1994, also bis nach der Wende. Ja. Wie kam das dann, dass es dann vorbei war damit? Nach der Wende konnte man ja Rückführungsansprüche stellen. Und das haben die ehemaligen Besitzer auch gemacht, die in der Nazizeit ihr Eigentum losgeworden sind durch Enteignung. Aber es waren ja zwei verschiedene Nachkommen. Und der eine wollte 900.000 D-Mark haben für einen Hektar Land und die Villa, die man vorne sieht. Ja, und eines Tages kommt dann noch ein Brief von dem anderen Partner. Und da schreibt der Rechtsanwalt, seine Partei will auch 900.000 D-Mark haben. Und das war den Schweizern, die das inzwischen übernommen hatten nach der Wende, zu viel. Und dann sind die abgesprungen und damit war das Ende des Käsewerkes besiegelt. 130 Leute wurden arbeitslos. Hier gegenüber sehen wir jetzt schon die Molkerei. Das war ja so der wichtigste Lieferant logischerweise für die Käsefabrik. Da würden wir ja auch gleich mal rüberschauen. Ja. Also hier hinter uns sehen wir die Molkerei. Und hier ging es ab 1893 los, dass die Bauern hier ihre Milch herbringen konnten. Ja, es war eine Genossenschaftsmolkerei, sodass die Bauern sozusagen auch ihre Anteile daran hatten. Und dann brachten sie ihre Milch aus der ganzen Umgebung her in Milchkannen. Das sieht man auch noch auf einem Foto aus den 50er Jahren, das Foto Hasse aus Hagenow noch gemacht hatte. Da lieferte man noch in Kannen an. Die Großbehälter kamen erst viel später, als die LPG dann größere Rinderställe hatten, wo Milchkühe dann drin waren. Das Käsewerk hätte auch nach der Wende sehr erfolgreich sein können, wenn dann nicht das mit den Ansprüchen gewesen wäre, mit den Besitzansprüchen. Und wie wäre das hier bei der Molkerei? Wie war das da? Also hatte die schwere Zeiten durchgemacht? Oder? Die Molkerei wurde nach der Wende von Danone übernommen und dann hat man hier die Fruchtzwerge produziert, bis voriges Jahr. Und dann hat Danone sich zurückgezogen und dann hat eine Berliner Molkerei Verwertung oder BMG, Berliner Molkereigesellschaft, die hat dann hier den Milchaufkauf gemacht. Und was war Ihnen jetzt für den zweiten Bildband besonders wichtig? Oder was fehlt Ihnen da noch an Bildern? Oder welche Bilder wollten Sie unbedingt drin haben?
Da habe ich fast sämtliche, oder ja eigentlich sämtliche Betriebe der Stadt drin. Denn 1970 hatten wir die 600-Jahr-Feier und da hatten wir schon die Betriebe fotografiert. Und bringe ich die Geschichte fast immer von allen Betrieben bis auf den heutigen Stand. Schon der Entwurf des Bildbands ist 500 Seiten stark. Im nächsten Jahr soll dieser nächste Teil der Hagenower Stadtgeschichte herauskommen. Geschichten aus der Griesengegend werden präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie.